Hallo und herzlich willkommen aus diesem schwarz-gelben Tempel. Ich muss ja wohl nicht extra erwähnen, dass wir uns hier im einzigartigen Signal Iduna Park in Dortmund befinden. Und jetzt das Spiel Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina. Es begrüßt Sie Marco Hagemann und bei mir ist der Fußballexperte Hansi Küpper. Ich freue mich hier zu sein und ich freue mich aufs Spiel. Ja, seit kurzer Zeit wird hier schon gespielt. Gefährlich. Er geht rauf und der Ball fliegt ins Netz. Also ganz ehrlich, einen besseren Start kann man sich nicht wünschen. Neuer war blitzschnell zur Stelle, aber beim Nachschuss konnte er nichts machen. Er hat das Tor gemacht mit aller dankenswertester Unterstützung des Keepers. Der legt ihm den Ball auf und er hat nicht abgeschaltet. Er hat nachgesetzt. Er macht das Ding rein. Das ist die frühe Führung. Und weg ist er. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Hier ist Pjanic. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Ab auf die Flanke. Lulic. Drückt den Gegner tief hinten rein. Sead Kolasinac. Das wird gefährlich. Ein ordentlicher Versuch, absolut. Er versucht es mit dem flachen Ball, aber die Richtung stimmt nicht so ganz. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Sauber vom Ball getrennt. Der wäre sonst durch gewesen. Ja, ja, da wäre schon ein bisschen mehr drin gewesen, wenn er mal den Kopf hochgenommen und auf seine Mitspieler geguckt hätte. Da geht er durch. Da ist die Möglichkeit. Da und noch ein Versuch. Und drin ist er! Oh nein, die Fahne des Linienrichters ist oben. Und ich glaube, da lag der Assistent völlig richtig. Die Fahne ging auch schnell nach oben. Nur der Unparteiische hatte das nicht sofort gesehen. Ein kurzer Moment der Ungewissheit, aber letztendlich die richtige Entscheidung. Was für ein Fehler, Herr Dzeko. Fantastisch von Edin Dzeko. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. Ja, das Geschenk, das kann man mal annehmen. Dzeko hat diese Chance einfach klasse genutzt. Die Balleroberung genauso, wie Sie sich das vorgestellt haben. Und dann machen Sie alles richtig und Sie machen das Tor. Bosnien und Herzegowina. Jetzt mit einem ganz bequemen 2-Tore-Vorsprung. Also da lege ich mich mal fest, um das Ding hier noch zu verspielen, da müssten Sie schon eine Menge falsch machen in den letzten Minuten. Müller zeigt hier ein tolles Tempo-Dribbling auf der rechten Seite. Thomas, Abschluss! Schöner Versuch, trotzdem kein Tor. Das ist seine Stärke, das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16. Oh je, das könnte teuer werden. Mario Götze. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen. Ganz aggressives Pressing und der Stürmer macht klasse mit. Er erobert den Ball, aber er macht ihn nicht rein. Draxler. Gute Arbeit des Verteidigers. Er klärt auf Kosten einer Ecke. Er steht in der Luft. Das waren die ersten 45 Minuten. Hansi, wie ist deine Einschätzung der ersten Hälfte? Die Ausgangslage ist komfortabel. Wenn Sie nachlegen, dann haben Sie es schon früh geschafft. Ansonsten müssen Sie aufpassen, dass der Gegner sich noch mal den zweiten Atem holt. Ja, der Ball, der rollt schon wieder. Jetzt müssen Sie natürlich auf den frühen Anschlusstreffer drängen. Anders geht's nicht. Und dann könnte der Gegner vielleicht nervös werden. Flanke Draxler. Ui, das ist eine Chance. Und er schießt. Bei wem der wohl landet? Müller. Mario Götze.
Er schießt. Der Mann mit den 1000 Händen heute. Absolut überragend. Wenn du diesen Mann in deinen Reihen weißt, dann weißt du auch, du kannst dir mal einen Fehler erlauben. Er repariert. Ja, genau. Müsste Einwurf geben. Zukanovic. Dzeko. Ibišević spielt den Ball nach rechts. Und jetzt schießt er. Weiß nicht, ob er so richtig zufrieden damit sein wird. Das war die einzige Möglichkeit. Gewaltschuss aus der Distanz. Wieder mal richtig gut verteidigt. Mario Götze. Und über die Seite. Hier ist Draxler. Flanke Draxler. Stark angesetzt zum Kopfball. Müller gewinnt den Ball für sein Team zurück. Er hat schon ein bisschen Verkehr um sich rum. Da geht er durch. Riesenchance. Pjanic. Mario Götze. Müller. Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Physisch enorm präsent. Draxler schlägt den Ball nach innen. Kurz mal das Ding nach vorn gekloppt. Jerome Boateng hat gut aufgepasst. Den muss er machen, Mario Götze. In einer für ihn ganz undankbaren Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor. Daraus was zu machen, das ist schwierig, vor allem wenn die Verteidiger... Mario Götze, der geht wieder vorbei. Das ist eine schlimme Form von Chancenwucher und Sie kennen die alte Fußballphrase. Wenn sich das am Ende mal nicht rächt. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab. Sie sind bis an die Grenze.